So Leute, bin ich wieder, ja. Nochmal kurz nehme ich mir für euch Zeit, ja, um eine wichtige Äußerung zu machen. Und zwar mache ich mir Sorgen. Und zwar ist es jetzt wichtig, was ich sagen will, ja. Also, was ich gemacht habe, ja, zusammen mit den Rappern, ja. Wir haben einfach alle gefickt, ja. Ich habe mal 2003 in Bochum, als ich ja noch im Knast war, da hat mal einer. War das jetzt vergangene? War das jetzt vergangenes Mal? Nee, das war jetzt, glaube ich, beim letzten Mal, glaube ich, wo ich im Knast war. Ist jetzt schon ein bisschen länger, ja, ne? Und da hat irgendwie einer nachts um 2 Uhr da rumgeschrien, voller Pulle. Ich fick jeden, so voller Pulle, so und so. Der ganze Hof vom Knast hat gehört. So, ich fick jeden, davon bin ich wach geworden. Und ich habe auch noch gehört, was er gesagt hat. Ich hatte so leichten Schlaf, ne, in dem Moment, ne? Schreit er da voll in den ganzen Hof rein, in den ganzen Hof da, ne? Vom Fenster aus. So, ich fick jeden, voll heftig, so, ne? Aber macht er ja gar nicht, ne? Aber ich wollte nur mal sagen, das, was ich mit euch mache oder mit euch gemacht habe, ja, war nötig. Und die Wepper haben mir ein bisschen dabei geholfen. Ich meine, ich bin ja einer von denen. Elite ist Elite quasi, ne? Nur die können so Sachen, ne? Andere können das ja nicht. Sind ja zu doof. Habe ich ja euch gezeigt, dass ihr zu doof seid und dass ich schlauer bin wie ihr, ne? Und findet ihr das gut, dass ich das mache? Wollt ihr mir jetzt an der Wäsche? Bestimmt nicht, aber ich mache mir Sorgen um meine Mutter, weil die das alles in Schuld ist. Die wollte es wissen, die wollte die Beweise, meine Mutter. Weil die hat mich so behandelt und jetzt mache ich mir Sorgen um meine Mutter, dass die vielleicht einer angreifen könnte. Oder dass die vielleicht umgebracht wird oder so, keine Ahnung. Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Mutter jetzt so. Und jetzt wollen sie bestimmt meine Mutter, weil sie alle neidisch sind und so, keine Ahnung. Der Marco hat ja alle. So, und die wissen ja alle, dass meine Mutter das in Schuld war, wegen der Entstehung der Geschichte, ja, wegen den ganzen Drumherum und alles, was entstanden ist, wie es jetzt heute aussieht, ne? Die wissen genau, also, boah, die Mutter, die Hexe und so, ne? Ich habe jetzt Angst, dass irgendwelche Leute die vielleicht platt machen wollen oder so, ne? Mach ich mir Sorgen um meine Mutter, ne? Ja, das heißt Sorgen. Ich habe ja schon Äußerungen zu sie gesagt, ne? Ich weiß nicht, ach, weißt du was? Die macht sich um mich auch keine Sorgen, brauche ich auch nicht, dann macht doch, was ihr wollt, ne? Macht doch, wenn ihr wollt. Wenn ihr neidisch seid oder was über die ganze Scheiße, dann, ich will jetzt nicht die Straße sagen oder so, ne, aber findet, wenn ihr irgendwie schlau, wenn da ein paar irgendein Schlauer bei ist von euch oder so, dann irgendwie findet ihr schon raus. Ein paar Leute im Waldorf wissen auch, glaube ich, wo meine Mutter wohnt, ne, deswegen mache ich mir auch ein bisschen Sorgen, ne. Weil das kann natürlich sein, dass sie krass, behandelt wird dann von irgendeinem oder so, ne. Ja. Ja, ist klar. Wenn man so eine Person wie mich sieht, ne, und dann alle neidisch sind auf einmal und so, dann mache ich mir Sorgen um die Mutter von mir. Ja, traurig, ne?